Ich habe keine Zeit für eine weitere deiner Jagden, werter Zwerg. Ah, aber dies ist deine Jagd, Jungchen. Eine Gruppe Häuptlinge ist in Nurn einmarschiert. Sie nennen sich die Bestienmeister. Das klingt nach meiner Art von Beute. Was muss ich wissen? Ich weiß, du bist mit Karagor vertraut. Ich hab dich alles über sie gelehrt. Doch lass mich dir von ihren Verwandten von weit oben im... Torven, was ist nun mit den Häuptlingen? Du hast mich doch nicht hergebracht, nur um eine Wildkatze zu jagen, nicht wahr? Nur um eine... Pass mal auf, Jungchen. Diese Karagat sind lautlose, pirschende Bestien von jenseits Nurns. Sie können sich an alles heranschleichen. Doch es kommt noch schlimmer. Dieser neue Bestienzähmer brennt das Buschland im Norden nieder. Er plant, sie einzufangen und ihren Willen zu brechen. Sie sollen ein Teil von Saurons Kriegsmaschinerie werden. Jeder Häuptling ist eine Plage für dieses Land. Bestienmeister oder nicht, ich setze ihm ein Ende. Oh, eins nach dem anderen. Erst müssen wir ihre Pläne vereiteln. Und der beste Weg, das zu tun, ist es, eben jene Karagat gegen diesen Ork-Abschaum zu wenden. Dann zeig mir, wie ich diese Kreaturen finden kann. Das tue ich gern, Jungchen. Und damit, hallo und herzlich willkommen. Da verbirgt sich ein Karagat im Gestrüpp. Herzlich willkommen. Da ist er. Bei schnapp ihn dir. Mittelerde, Ich hab das lange nicht geschickt. Ich bin jetzt, Meister der Jagd. Diese Beste könnte tatsächlich nützlich sein. Ich hab auch noch einen Gips an der linken Hand. Könnte daher etwas. Jetzt hör zu! In der Nähe befindet sich ein Uruk-Lager. Dort bringen sie ihre gefangenen Bestien hin. Ich schlage vor, du und dein neues Haustier birschen sich unbemerkt dort heran. Okay, da gibt es so Bücher zum Lesen. Die Angst in die Augen kriegt, wenn sie diese alten Ruinen sehen. Dort passieren schlimme Dinge. Bleibt besser weg da! Erstmal eh weiter da drüben hin. Ach, eliminiere sie. So. Muss da eh noch. Das war gerade mal einen halben Tag lang Hauptmann, bevor es ihn erwischt hat. Ich denke, der neue Hauptmann wird länger durchhalten. Komm, steig auf. Naja, das zusätzliche Ziel brauchen wir ja nicht unbedingt machen, glaube ich. Hier. Ganz vergessen. Zeig. Ich so eine Armee auf und töte alle. Zack. Los! Hört ihn an! So, mal ein bisschen aufzählen. So, wenn ihr den auch noch befreien. Aber der wird jetzt auch
Wir machen hier eine ganze Armee, ey. Zack, und fliegen. Mit Torben. Jawohl, auf geht's. Sehr gut, Jungchen. Ihre Pläne sind vorerst vereitelt. Doch es gibt noch viel zu tun, um sicherzustellen, dass die Uruks die Karagat niemals zähmen. Der Häuptling. Der Bestienzähmer. Hey, dieser unnatürliche Teufel hat den Tod verdient. Zieh mit den Karagat gegen sein Lager aus, um ihn hervorzulocken. Je mehr Uruks durch ihren lautlosen Angriff sterben, desto besser. Sehr gut, also so ein CDs Bestienmeister zu töten. Okay. Dazu weiter Informationen muss das Schlechter kann durch einen Schleichtodesstoß sofort getötet werden. Hat 3 Gefolgsleute unter sich. Krass, okay. Ich lasse nicht zu, dass diese Uruks Karagat beherrschen. Sie ist. Okay, so, verschaffen wir uns erstmal hier einen Überblick. Also, wir haben Fährtenlesen hilft Torben, als seine gestohlenen Gegenstände von Uruks zurückzuholen. Okay, hier ist der eine Häuptling. Torbens Tagebuch. Und ein paar Nebenmissionen haben wir hier. Und ich würde mal sagen, da holen wir erstmal zu gefährlich. Torbens Tagebuch. Wir alle umgebracht werden, sobald wir fertig bestellt haben, was die ausbauen. Ja, das ist immer gut möglich. Zack, hier runter. So, das war die Geisterwelt, das kriege ich noch hin. Und es geht zum Aufsammeln. So. Oh. Ah, darf man noch. Nur die scharfe Klinge durchdringt den Berg. Lautet das Sprichwort. Doch nach Tagen des Kampfes gegen Uruk und Karagor werden sich diese Klingen kaum von selbst schärfen. Unsere Waffen sind wie Teile unserer selbst und verlangen Respekt. Eine gut gepflegte Klinge mit einem echten zwergischen Wetzstein geschärft kann den Unterschied zwischen Jäger und Beute ausmachen. Mein Bruder Gorwin kämpfte einst mit einem Karagor und seine Axt landete mit einem dumpfen Schlag. Statt lautlos in das Fleisch zu gleiten. Er ging lebend aus diesem Kampf hervor. Doch seitdem schärft er seine Klinge jede Nacht. First Day 2940, okay. Waffen und Ruhen. Ach du Heiland. Der hat gar nichts ausgerüstet. Katastrophe. Müssen wir also alles neu machen. Aber gut. Denk mal, wir haben ja alle unsere Fähigkeiten behalten aus der Hauptkampagne. Wir haben ja schon auch 100% durch. So, erstmal hier kurz wieder alles reinknallen. Verbesserungen, yo. Oh, alles. Sehr schön. Ja, auch alles perfekt. So. Das kann ich. Saurons Armee. Müssen wir halt mal ein bisschen reduzieren hier. Vielleicht auch die 3 auf unsere Seite holen, damit das Ganze leichter wird. Karte, ich wollte die Türme können wir auch zum Reisen nutzen, Tagebuch, dann auf dem Weg zum Pferden lesen, ist dann das nächste Ziel, würde ich sagen. Weil nur ich denke, wenige nicht, Dinge sind so befriedigend, wie den Kopf eines Orks mit einer scharfen Klinge abzutrennen. Wir könnten natürlich auch probieren, den Häuptling direkt zu töten, aber ich weiß halt nicht. Ja, wir müssen halt den Schleichangriff machen. Ich weiß halt nicht, wie es davor aussieht, gegen entdeckt werden oder nicht.
Links haben wir auch noch. Ganz links da außen, ne? Machtprobe. Oder porten wir uns darüber? Ich weiß nicht. Erstmal, obwohl, gehen wir erstmal geradeaus. Wir haben jetzt so viel gleichzeitig zu machen. Ich muss noch kurz den Headset irgendwie leiser stellen. Weil es etwas sehr laut war. Ich hoffe, sie sind inzwischen besser geworden. Die haben mir letztens fast ins Bein geschossen, so schnell wie die fehlen. Das war wohl so schön, die Knochen. Na gut. Wir sammeln natürlich alles. Wir machen auch hier natürlich die 100% draus. Am Ende. In Mordor herrscht kein Mangel an Schauergeschichten. Doch nur wenige sind schauderhafter als die schwarzen Hauptmänner Saurons. Ich habe sie niemals selbst erblickt. Doch ihre Beschreibung allein wird selbst den schlimmsten Albträumen gerecht. Ein Mann, der unter endlosen Qualen in einer Rüstung gefangen ist, die nicht mit ihm wächst. Ein weiterer, verflucht durch Saurons eigenen Streitkolben, den er nach dem Kampf aufhob. Von dem mächtigsten unter ihnen, der Schwarzen Hand, wird in diesen Landen nicht gesprochen. Möge mein Bart noch um Längen wachsen, ehe ich diesen Schurken je begegne. Ich werde nach ehrlicherer Beute Ausschau halten. Na cool, es geht hier um die Schwarze Hand. 20. Tag, okay. Aber die Zeichnungen sind mega geil. Es gibt 10 Tagebücher. Wir haben auch 30 von 31 schon. Personen 10 von 10. Erfahrungen, Tipps 43 und 46. Okay. Also die 10 Tagebücher kann man sammeln. Ansonsten. Der Zwerg hat die schwarzen Quests Hauptmänner und Nebenmissionen. Und das zu Recht. Nur die schwarze Hand verbleibt noch. Und. Machen wir das zuerst. Hallo? Ich werde ihn töten. Was war denn da gerade los für ein schwarzer Bildschirm? Den hätte ich noch nie gehabt. So. Karten lesen, annehmen. Halte Schritt, wenn du kannst, Jungchen! Wir dürfen keine Zeit verlieren! Na, so wie das hier. Ich weiß, dass ihr es habt! Gebt es zurück, ihr diebischen Wichter! Noah, ich hab sie wiedergebracht. Den töten wir aber einfach mit unseren Pfeilen hier. Folge Torvin. Gut gekämpft, Torvin. Doch kannst du mir nun erklären, was es hiermit auf sich hat? Wir haben ein großes Problem, Talion. Ein sehr großes Problem. Aha. Nicht, dass du irgendwas als klein ansehen würdest, mein guter Zwerg. Jetzt ist nicht die Zeit für Späße, Waldläufer. Mein Lager wurde geplündert. Die diebischen Uruks haben sich mit meinem Sprengpulver und meines Bruders Axt davon gemacht. Die Uruks haben dein Sprengpulver? Wie konnte das geschehen? Vergiss das Pulver! Hast du nicht gehört, was ich sagte? Sie haben die Axt meines Bruders! Wir finden deine Axt. Doch ich mache mir mehr Sorgen um die Uruks mit dem Sprengpulver. Weißt du überhaupt, wie es funktioniert? Ich weiß nur, dass aufregende Dinge geschehen, wenn man es anzündet. Sicherlich erinnerst du dich an unsere erste Begegnung. Diese Häuptlinge werden es untersuchen und womöglich lernen, wie man mehr herstellt. Wir müssen es finden, bevor das geschieht. Ja, das hier teilen sich die Spuren. Folge der Spur gen Norden. Ich jage die Biester im Süden. Finde sie schnell, Waldläufer, ehe sie Zeit haben, ihre Schätze zu verbergen. Da. Ja, machen wir uns mal auf den Weg, würde ich sagen. Ja, ich weiß. Alter, was? 27 Sekunden mit zum Verarschen? Es gilt keine Zeit zu verlieren. Ich muss diesen Abschaum so schnell wie möglich stellen. Ja, ich weiß, weil ich kann auch nichts haben.
suche doch schon die ganzen Steine, wo ich drüber kann. Ja, nur die Ruhe, Mann. Bin noch da. Hä? Warum bleiben die Pfeile denn da in der Luft stecken, Mann? Was sind die denn für Schilde, Alter? Weder das Sprengpulver noch Torvins Axt sind irgendwo zu sehen. Die Diebe müssen ihre Beute fortgebracht haben. Also einfach eine Wand, Alter. Ärgerlich, ärgerlich. Toll, da waren wir so nah an diesem Tagebuch, aber da kommen sich eh nochmal vorbei. So. Komm, ein bisschen Beeilung hier. Eigentlich allzu viel Zeit. Ich muss mich beeilen. Diesen Dieben muss Einhalt geboten werden. Zack. Das war wahr. Litters gute Nachrichten, geht. Waldläufer! Ich habe den verfluchten Uruk erwischt, der meines Bruders Axt geklaut hat! Ein kleiner Sieg. Vom Sprengpulver findet sich weit und breit keine Spur. Etwas derartig Wertvolles wird nur der Schmuggler seinem dunklen Herrn bringen können. Besser, es in die Luft zu jagen, als es ihren gierigen Händen zu überlassen. Du musst seine Kuriere finden und sie mitsamt des Diebesguts vernichten! Yeah, also eine Riesenexplosion hervorrufen, das doch, klingt doch ganz nett. Okay. Oh. Das ist gar ein Schmuggler, okay. Jetzt sollen dass ich. Alter, wir haben hier hinten die großen Wissen. Ich muss den Schmuggler und seinesgleichen finden und töten. Das. Okay. Das ist wie schnell man die. Pulver darf nicht in Saurons Hände gelangen. Also führt denn jede Mission da irgendwie so hin, Appendices? Saurons Armee. Warte. Ja. Infos. Kann durch Kampf und Todesschiss vorne immun gegen Fernkampf und unser schlechter. Okay. Da müssen wir definitiv seine Gefolgsleute holen. Nee, aber ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Ups, Escape. Waffen. Nee, da sehen wir nicht den Fortschritt. Bei Verbesserungen sehen wir auch nicht den Fortschritt. Wir haben nicht so einen richtigen Fortschritt hier, oder? Nö. Okay. Ich denke mal, wenn wir die 5 Häuptlinge besiegt haben, ist das Ganze hier durch. Da holen wir erstmal das Tagebuch. Die wollen wir alle holen. Nur was Kurzes wohl hinten dran sein, also nicht. Sehr viele Folgen, nur ein paar. Was werden wir dann ja sehen? Was ist weg mit ihm? Freiheit! Ja. Kannst du weit verspüren. Ach, hier geht's noch rein. Da ist wieder sein Tagebuch. Zack. Haben wir schon 3. Sehr geil. Diese schwerfälligen, jedoch schier unaufhaltsam großen Bestien scheinen entfernt mit dem 6-zähnigen Mumakil verwandt zu sein. Selbst ein großer Jäger wie ich hat nie eine dieser Bestien erlegt. Dennoch ist es nicht schwer, sie aufzuspüren. Mit ihren donnernden Schritten lassen sie die Erde beben. Befindet man sich in ihrer Nähe, sollte man sorgsam auf seine Schritte achten, sofern man nicht unter ihren Füßen enden will.
Geraten sie in Aufruhr, so zerstampfen sie Ork, Troll und Mensch gleichermaßen. Gut, das Vieh sieht nicht gerade klein aus, also dem möchte ich auch nicht unter die Füße geraten, ehrlich gesagt. So. Ich bin erstaunt, dass Torve noch nicht versucht hat, mich für die Mammutjagd zu gewinnen. Ja, das stimmt wohl. Aber hier gibt's noch Mammuts. So, weiß nicht, wir können ja mal hier in die Machtprobe noch reinschneiden. Mal schauen, was da so bei rauskommt. Vielleicht können wir da auch schon welche für uns gewinnen oder mal versuchen reinzukommen, weil ich glaube nicht, dass ich mich direkt mit dem Häuptling anlegen will. So, zack, hier hoch. Und die Machtprobe. Klar, let's go. Dem Tier. Eine Schande, solch eine schöne Kreatur zu töten. Doch ich tue, was ich muss. Machtprobe gelöst. Macht angestiegen. Alter, das ist nicht gedacht. Der Waldläufer! Kein Problem für Menschen! Er hat doch gar nicht gewonnen. Garstige Erinnerungen plagen dich hier, ja? Ich werde sie noch garstiger machen. Wenn ich dich töte, wirst du wieder sehen, dass du das bist! Nur zu! Du bist dabei! Halte seine Karabur! Ja, geh doch runter, Mann. Danke. Ja, ich hab fast gedacht, dass der dagegen ist. Alter, töte doch nicht deinen eigenen Typen, Alter. So, jetzt behaupten wir ihn. Los, funktioniert! Information. So. Über die drei wollte ich Informationen. Der hier hatte die beiden. Also brauchen wir den hier. Ich gerät in Panik, wenn er brennt. Okay. Ah, hier. So, der gehört auch hier. Das lief doch alles ganz gut, würde ich mal sagen, für unsere erste Folge hier wieder. In Action mit unserem wunderschönen Typen hier. In der Jagd gegen, oder in der Jagd, oder Meister der Jagd mit Torvin. Ja, ich versuche hier. Ja, so schönes Endscreen-Bild. Also wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir dann ein Like da, kommentiert, was ich verbessern kann, abonniert mich, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.